Okay, letzter Teil von dieser Einführung. Ich zeige Ihnen jetzt noch das weitere wichtige Gliederungsmittel einer CAD-Datei in ArchiCAD. Wir hatten die Ebenen. Die Ebenen schalten irgendwelche Elemente, die Sie halt auf den Ebenen verteilt haben, sichtbar oder unsichtbar, oder sperren sie gegen die Bearbeitung. Die Ebenen haben an sich keine 3D-Information. Ja, das sage ich deswegen, weil es in Vectorworks zum Beispiel so ist. In Vectorworks haben Ebenen 3D-Funktionen, beziehungsweise können eine Z-Höhe haben, müssen sie nicht, können sie aber haben. Und in ArchiCAD sind Ebenen ganz normal, wie in anderen Programmen auch, wie zum Beispiel AutoCAD. Jetzt kommen wir aber zu den Geschossen. Die Geschosse sind sozusagen das, was in Vectorworks die Ebenen sind. Das sind nämlich sozusagen Ebenen mit einer Höheninformation. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein mehrgeschossiges Haus bauen und Sie wollen in jedem Geschoss die Elemente, die Sie dort zeichnen, bezogen auf den Fußboden dieses Geschosses platzieren. Also ganz einfach ein Stuhl zum Beispiel auf der Höhe 0 des aktuellen Geschosses. Hätten Sie die Geschossfunktion nicht, dann müssten Sie einen Stuhl im dritten Obergeschoss auf der Höhe 9 Meter platzieren vielleicht. Und dann müssten Sie also jedes Mal, wenn Sie einen Stuhl platzieren, nachdenken, auf welcher Höhe der also insgesamt liegt. Was natürlich sehr viel Kopfrechnen bedeutet und auch vor allen Dingen dazu führt, dass in der 3D-Darstellung unter Umständen Sachen dargestellt werden auf einmal, die Sie gar nicht auf einmal sehen wollen. Sie können nämlich die 3D-Darstellung auch auf Geschosse begrenzen. Also es ist sinnvoll, Geschosse zu benutzen. Wir haben im 2D-Fenster Steuerung 2 gesehen, dass hier steht 0EG. Wenn Sie jetzt mal die Tastenkombination Steuerung 7 drücken, dann sehen Sie, ähnlich wie bei den Ebenen, sozusagen eine Tabelle oder eine Liste von den Geschossen, die wir zurzeit haben. Ja, stellen Sie sich Geschosse, wie gesagt, wie Ebenen vor, nur dass Sie eben eine Höheninformation haben. Wir haben jetzt hier das Geschoss EG, auf dem wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Es hat die Höhenquote 0, das heißt, der Nullpunkt die Nullhöhe dieses Geschosses ist 0. Ja, das ist die Information, die hinter dem Begriff Höhenquote steht. Die Geschosshöhe ist 3 Meter. Wenn Sie jetzt ein weiteres Geschoss darüber einfügen, ein OG vielleicht, ja, dann hat es auch die Geschosshöhe 3 Meter, weil das Erdgeschoss die Geschosshöhe 3 Meter hat, hat natürlich das OG die Höhenquote 3. Geschosshöhe ist ja Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden oder Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke, wie auch immer. Also die Distanz, die Sie mit einer Treppe überwinden müssten, was also nicht das gleiche ist wie die lichte Höhe eines Geschosses. Und wenn das Erdgeschoss insgesamt 3 Meter hoch ist, ist das OG auf der Höhe 3 Meter. Ja, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann bin ich schon in diesem ersten Obergeschoss, weil das zuletzt in dieser Liste aktiv war, und sehe von dem Erdgeschoss nichts mehr. Ja. Jetzt gibt es einen einfachen Tastenweg, um zu wechseln zwischen den Geschossen. Steuerung 5 geht ein Geschoss runter, schon bin ich wieder im Erdgeschoss. Steuerung 6 geht ein Geschoss hoch. So können Sie munter zwischen den Geschossen wechseln. Wenn es nicht allzu viele sind, reicht das. Ja. Wenn Sie ein Hochhaus planen mit 100 Geschossen, dann ist es vielleicht sinnvoller, Sie drücken Steuerung 4. Dann bekommen Sie eine Möglichkeit, ein Geschoss gezielt anzusteuern. Aber wir haben jetzt hier gerade kein Hochhaus. Und wenn Sie Steuerung 7 drücken, also die Taste sozusagen rechts neben der 6, dann können Sie weitere Geschosse einfügen. Ja, wenn Sie das also nicht beachten und zum Beispiel einfach mit Steuerung 6 hochgehen, jetzt sind Sie im ersten OG und jetzt drücken Sie nochmal Steuerung 6, dann wären Sie ja theoretisch im zweiten OG, das gibt es aber nicht. Also kommt ArchiCAD Ihnen freundlich zu Hilfe, wollen Sie nicht ein neues Geschoss erstellen, das könnten Sie an dieser Stelle also tun. Genauso beim Runtergehen, ja, Sie gehen 1 zu tief runter, da ist gerade gar nichts, also auch hier das Angebot von ArchiCAD, ein Minusgeschoss bitte. In diesem Fall wollen wir das auch nicht haben. So, und der einfache, oder die einfache, oder was jetzt durch diese Geschosssituation sozusagen vereinfacht wird, ist das Multiplizieren von Bauteilen in der Höhe des Gebäudes. Ich möchte gerne, dass jetzt die Wand kopiert wird, beziehungsweise alle Wände. Ja, ich mache jetzt Folgendes, ich klicke auf das Wandwerkzeug und drücke Steuerung A. Wandwerkzeug. Und jetzt Steuerung A. Jetzt habe ich alle Wände ausgewählt. Drücke Steuerung C, das ist ein Kopierbefehl, den Sie aus anderen Programmen auch schon kennen. Ja, Steuerung C, ganz kurz für die Ungläubigen. Ja, diesen Befehl gibt es auch in Word zum Beispiel oder in Excel. Und jetzt gehe ich eine Etage hoch, Steuerung 6 und drücke einfach Steuerung V. Ja, ich muss nicht irgendeinen Spezialbefehl wählen, wie in all den anderen Programmen am Ort einfügen oder so, sondern einfach nur Steuerung V. ArchiCAD setzt immer per Voreinstellung die Elemente an der gleichen Stelle ein, wie sie kopiert wurden. Jetzt müssen Sie nur noch seitlich irgendwo hinklicken oder die Return-Taste drücken und dann ist dieser Einsatzbefehl abgeschlossen. Ja? So, wenn Sie jetzt die 3D-Darstellung sich anschauen, dann sehen Sie, dass ArchiCAD diese Wand brav
auf das neue Geschoss verfrachtet hat. Es gibt einen Abstand. Das liegt daran, diese Wände im Erdgeschoss sind ja nur 2,70 Meter hoch. Ich klicke mal mit gedrückter Shift-Taste drauf, das geht im 3D-Fenster auch. Sie sehen hier in Miniform die Wandhöhe. Die Geschosshöhe war 3 Meter, wenn Sie sich richtig erinnern. Das heißt, es fehlen hier 30 cm, wo natürlich logischerweise gleich gut eine Decke reinpasst. Ja? Also ist alles richtig. Das 3D-Fenster ist deswegen unglaublich praktisch, weil Sie dort alle Fehler, die Sie beim 3D-Konstruieren machen, sehr gut nachvollziehen bzw. überhaupt erstmal erkennen können. Also so geht das in Archicad mit den Geschossen. Jetzt gehe ich wieder ins 2D-Fenster. Ich bin jetzt im OG. Da muss man immer beachten, wo ist man eigentlich gerade. Und jetzt möchte ich gerne eine Decke zeichnen, beziehungsweise keine Decke. Ich zeichne jetzt die Fußbodenplatte sozusagen für dieses Geschoss. Gehe ich nochmal aufs Deckenwerkzeug. Und schauen Sie mal, die Einstellung, die Sie eben hatten, können Sie gerade so verwenden. Die 30 cm sind richtig, weil die Wände darunter ja 2,70 Meter nur hoch sind. Und jetzt ist es auch wieder so, die Oberkante der neu gezeichneten Decke in diesem Geschoss soll die Höhe 0 haben. Das heißt, die Decke geht dann mit ihren 30 cm nach unten, ragt sozusagen in das Erdgeschoss hinein. Ist alles richtig. Und Sie können jetzt hier ein Rechteck zeichnen. Da passieren die meisten Fehler, auch mir. Ja, man kann jetzt beim Decken sich immer vertun, dass die in der falschen Höhe liegen. Deswegen ein kurzer Blick in die 3D-Darstellung, ist aber alles richtig. Ja. Wie gesagt, ich versuche Ihnen hier die absoluten Basics zu zeigen. Es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, die man auch noch erzählen könnte. Welches Material, welche Farbe haben die zum Beispiel und so weiter. Da möchte ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, weil das die Sache unnötig in die Länge ziehen würde. Also so geht es jedenfalls mit den Geschossen. Jetzt nochmal ganz kurz zur Gliederung. Ich habe also im Erdgeschoss sozusagen die Wände und die Deckenplatte auf Fußbodenebene und ich habe im Obergeschoss das gleiche, ich habe auch dort die Wände und auch die Decke auf Fußbodenebene. Sie können es auch gerade umgedreht machen, Sie können zum Beispiel sagen, ich hätte gerne im Erdgeschoss die Wände und die Decke darüber, ja, und ich hätte gerne im Obergeschoss auch die Wände und die Decke darüber. Dann müsste sozusagen diese Bodenplatte ein Element sein eines Kellergeschosses. Das hat allerdings den praktischen Nachteil, dass Sie in einer 3D-Darstellung nicht wie hier von oben reingucken können. Sie können die 3D-Darstellung begrenzen auf bestimmte Geschosse und wenn Sie das tun, dann haben Sie in der Regel den Vorteil, dass Sie von oben reingucken können, wenn Sie das so machen wie ich gerade, Wände und Bodenplatte. Wenn Sie es mit Wänden und Deckenplatte machen, dann können Sie natürlich nicht reingucken, ist auch logisch. Noch mal ganz kurz zum Thema der Darstellung. Ich habe jetzt hier immer noch meine Ebenen, meine eine Ebene. Ich lege jetzt nochmal eine neue Ebene an, die heißt 3D-Wände. Und noch eine neue Ebene, die heißt 3D-Wände. Decken. Decken ist jetzt falsch geschrieben. Das gleiche. Und ich möchte gerne, dass die Wände in Drahtgitterdarstellung gezeigt werden. Also klicke ich auf dieses kleine Würfelchen-Symbol hier und klicke auf OK. Jetzt ist natürlich noch gar nichts passiert, weil die Wände, Decken und so weiter alle noch auf der Ebene mit den Linien liegen. Jetzt wähle ich alle Wände aus. Wandwerkzeug wird aktiviert. Dann Steuerung A. Und jetzt kann ich die Wände alle geschlossen auf die Ebene Wände legen. Und voilà, sie verwandeln sich in Drahtgitter. Und die Decken mache ich genauso. Ich wähle erst das Deckenwerkzeug aus. Und dann Steuerung A, die kommt auf die Ebene Decken. Da ändert sich jetzt natürlich nichts, weil diese Ebene nicht auf Drahtgitterdarstellung gestellt ist. Ja, so können Sie jetzt zum Beispiel ganz gut die Struktur Ihres Gebäudes erkennen. Das können Sie natürlich wahlweise ändern, indem Sie zum Beispiel das genau umgedreht machen, dass Sie die Decken auf Drahtgitterdarstellung schalten etc. Ist ja auch klar, dass dann noch weitere Sachen dazukommen, wie zum Beispiel Fenster, Möbel etc. solche Sachen. Gut, jetzt höre ich erstmal auf. Ich denke, das reicht. Jetzt habe ich, glaube ich, 8 Filmchen gemacht. Sie sollten sich die erstmal zur Gemüte führen. Ich habe das relativ zügig abgehandelt. Ich habe auch versucht, nur das Wesentliche zu beschreiben. Es gibt natürlich links und rechts des Weges extrem viele Dinge, die Sie noch ausprobieren sollten. Überhaupt, wie Sie ganz generell das Ganze zum Anlass nehmen sollten, herumzuspielen. Versuchen Sie nachzuvollziehen, was ich Ihnen gezeigt habe und versuchen Sie aber auch alle möglichen Varianten auszuprobieren. Ach, eine Sache fällt mir noch ein, die zeige ich Ihnen noch gleich im 9. Teil. Ja, ich muss es also revidieren. Ich mache noch einen 9. Teil und zwar deswegen, weil es noch ein paar Tricks gibt beim Zeichnen, die Ihnen sicher Spaß machen werden oder die Sie vielleicht so stark interessieren, dass Sie versuchen wollen, rauszubekommen, wie das dann für Sie selber irgendwie geht. Ja? Deswegen muss ich Ihnen das noch zeigen. Also es gibt gleich noch einen 9. Teil und ich aufwärme.